und spielt jetzt einen genialen Hackenpass auf Dan. Das muss es doch sein. Ich gewinne da das Kopfballduell. Sieht man auch selten. Kann nachsetzen und... Und ich werde da übel gefault. Pablito schickt Cedric. Der ist vom Tor und zieht einfach mal ab. Fünfter Spieltag heute zu Hause gegen Breitscheid. Werden wir die ersten Punkte in dieser Saison holen? Und wie viele werden sich diesmal von uns verletzen? Bleibt dran und schaut zu und lasst gerne einen Daumen hoch da. Herr Trainer, noch kurz ein paar Worte zum letzten Spiel. Ja, wir haben eigentlich bis zur 40. Minute alles richtig gemacht. Zweite Hälfte war gar nicht so schlecht. Nein, Spaß beiseite, die zweite Hälfte war unterirdisch. Ja, was sagen Sie, wie wird es heute laufen? Wir werden viel pressen heute. Und wir werden auf jeden Fall mutig auftreten heute und versuchen, heute mal ein anderes Gesicht zu zeigen. Danke, Herr Trainer. Herr Brabra, haben Sie das Einwurfdefizit im Training nachgeholt? Nein. Das stand nicht auf dem Trainingsplan, leider. Was können Sie uns zu dem Begriff tiefer erklären? Dass man tiefer rein soll. In die Tiefe! Ich weiß nicht, was tiefer ist, Digga. Einer kam extra aus Münster, 150 Kilometer gefahren. Ja, der will dich unbedingt sehen, weißt du. Du machst das heute. Machen wir zusammen heute. Ja, easy. Jan Bank. Boah, da sehen wir schon die Ausstellung. Stabil. Ja. Hier, Herr Trainer. Darf ich jetzt spielen? Okay, ich war hier kleine Umstellung. Also Meli in den Sturm, Jan ins Tor. Da haben wir auf jeden Fall größere Chancen. Nein, wir müssen auf jeden Fall was gut machen. Ich war schockiert, sage ich mal, über die zweite Hälfte, die wir gespielt haben. Die war unterirdisch. Ja, ich hoffe, wir haben Donnerstag gut trainiert, auf jeden Fall, die da waren. So, Marcel, hier, komm mal ran, weil das letztens mit den beiden Schüssen so gut geklappt hat. Ne? Kann ich auch mal schießen, versuch's mal. Aber der nächste Gurkenschuss. Haben wir hier ein bisschen was besorgt. Guck dir das mal an hier. So ein neuer Treter für dich. Ja. Ey, korrekt, Jungs, ja. Korrekt. Diesmal wirklich. Die nächsten Dinger sind jetzt auch drin. Die werden verwandelt, Jungs. Ja, nimm. Ey, danke. Gerne. Einspielen jetzt hier beim Danke, Training. Danke, ganz aus der Kamera, Mann. Einmal sagen, danke Adidas. Danke Adidas. Medi heute im Tor. Yannick Linksverteidiger. Heute kriegst du auch Unterstützung von Spidey, der heute mal links Mittelfeld spielt. Endlich. Alter. Aber ihr dürft natürlich auch mal wechseln, ne, wenn es irgendwie kompliziert ist oder so. Dass wir dann auf jeden Fall coachen. Das heißt, wenn Jan am Schlafen ist zum Beispiel, dass wir den nach hinten schicken. Dass wir auf jeden Fall die Ordnung halten. Und das Spiel geht los. Wir haben uns vorgenommen, die ersten Minuten stark zu pressen. Und wir haben so gut gepresst, da kann sich die ein oder andere schwangere Frau im Kreißsaal noch was abschauen. Wir gehen alle schon richtig früh drauf und das macht sich bezahlt. Hier gewinnen wir direkt den Ball. Ich bin am Ball, spiele den Ball auf Jan. Der überlegt erstmal, hat dann eine richtig gute Idee, nämlich den Ball einfach mal ins Aus zu spielen. Super. Wir machen weiter mit unserem Spiel und machen direkt schon Hochdruck. Das führt dazu, dass wir hier auch direkt einen Einwurf rausholen, weil der Gegner verunsichert ist, ja. Marcel schnappt sich die Pille, macht einen weiten Einwurf, Jan kommt dran, spielt die Hacke, aber leider zu ungenau. Da muss man auch nochmal nach hinten gucken. Und so fangen wir uns direkt den Konter ein, Alter. Breitscheid macht das gut hier. Spielen dann in die Breite. Die heißen ja auch Breitscheid, ne? Und ich komme von hinten noch angerannt. Aber die Nummer 23 bringt da die Flanke. Gefährlich in den 16er. Und Holzi ist auch zu klein. Ganz schönes Gewusel da im 16er. Meli liegt am Boden, versucht aufzustehen. Ich rück nach, aber oh, da ist schon das Tor. Zweite Minute, 1-0. So geht's. Aber wir lassen uns nicht unterkriegen von dem frühen Gegentreffer. Machen hier wirklich einen super Anstoß. Ja, haben wir mal ein paar Ballkontakte. Aber hier kriegt Eli schon wieder einen epileptischen Anfall. Spielt dann auf Panna. Aber den muss man auch einfach mal ziehen. Verlieren hier schon wieder im Mittelfeld den Ball. Und die 23 kommt zum Schuss. Aber zum Glück hat er auch kein Zielwasser getroffen. Meli jetzt hier mit dem weiten Ball nach vorne. Einfach mal Prinzip Hoffnung den Ball nach vorne hauen. Cedric zieht an, unser Hulk. Will er sich da den Ball holen, Stibitz im Torwart den Ball und spielt jetzt einen genialen Hackenpass auf Dan, das muss es doch sein! Und da ist das 1-1! Ja, Jubel! Das erste Unentschieden! Wir lassen uns nicht unterkriegen, machen weiter unser Spiel. Ich segel am Ball vorbei, aber Spidey kann den Ball noch klären und Yannick tackelt ihn erstmal um. Was soll ich sagen, Bruder? Ja, wir machen weiter unser Spiel, sind hier in der Offensive. Pablito am Ball, legt ihn hier auf Cedric, der raus auf Marcel. Könnte es sein, dass wir das erste Mal in der Saison in Führung gehen? Bitte nicht über Eli, bitte nicht über Eli. Eli nein, macht komm, die Meter, nein, läuft bitte, hier, bitte bringt die Flanke. Oh, schöne Rolle, Bruder. Wir haben jetzt einen Einwurf weit in der gegnerischen Hälfte. Mal eine schöne Chance vielleicht, aber wir verlieren natürlich direkt wieder den Ball. Und Breitscheid versucht das Ganze schnell zu spielen. Fahren uns mal wieder einen Konter ein, das haben wir schon so oft gesehen. Aber Musti ist ja am Ball, spielt einen sehr, sehr lockeren Ball auf Meli, aber zum Glück ist er da. Ganz gefährlich da, aber wir können den Ball immer noch nicht klären. Yannick springt unter dem Ball durch. Musti kommt jetzt an den Ball. Ich spiele den Ball jetzt raus auf Pablito. Zeit für einen Angriff von uns. Raus auf Marcel. Der legt den Ball auf Jan. Und was macht der? Der spielt Marcel in die Hacken, Alter.
Jetzt ein Freistoß von Holzi aus der eigenen Hälfte. So stark gespielt, dass selbst der Gegner umfällt. Und Marcel kann den Ball super annehmen. Spielt ihn auf Cedric. Der spielt ihn rechts raus auf Eli. Oh nein, bitte nicht Eli. Nicht wieder. Oh, Eli. Hier mal ein schöner Abwurf. Langer Ball jetzt von Breitscheid in unseren 16er. Der Spieler nimmt den super an. Aber Holzi ist da und kann den Ball klären. Endlich mal ein richtiger Einwurf von uns. Pablito nimmt den Ball super an und spielt ihn nach hinten zu mir. Ich versuche das Ganze schnell zu machen mit einem schönen Seitenball. Das ist einfach wieder diese Brotetos-Connection. Stark angenommen von Spidey. Leider ein kleiner Fehlpass, aber da ist schon wieder der Konter. Nicht, dass wir uns jetzt hier das 2-1 einfangen, aber Musti ist zur Stelle, Leute. Straight out of Mordor und er kann den Ball behaupten. Haben wir hochgezüchtet, den Urukai. Kann er den Ball jetzt rüberspielen auf mich und ich werde da übel gefault. Nur weil ich YouTuber bin, oder was? Jetzt mal eine schöne Ecke, das wär's doch. Aber leider erwischt Marcel die nicht optimal. Kommt in den Rücken von uns allen. Pablito kommt trotzdem an den Ball. Versucht's mal, aber leider ein bisschen zu hoch. Schade, Mignon. Jan trabt langsam den Ball hinterher, bis er sich komplett aufgibt. Und jetzt fängt er auch noch an, sich zu dänen. Und das, obwohl er aus der Türkei kommt. Was ist denn da los? Der Ball kommt jetzt über links außen. Breitscheid bringt die Flanke und... Wir fangen uns das 2-1 an. Danke, Jan. Können wir direkt antworten und wieder den Ausgleich erzielen. Pablito schickt Cedric. Der ist vom Tor und zieht einfach mal ab. Ja. Nope. Nein. Das wär's doch gewesen. Direkt der Anschlusstreffer. Auch Breitscheid macht jetzt hier die Meter, das haben sie doch von uns gelernt. Und auch den Fehlpass, Musti ist da direkt am Ball, geht erstmal auf den Panner in der Verteidigung, das ist ganz, ganz wichtig. Und dann tropft der Ball auch schon wieder zum Gegner. Eine Körpertäuschung und der Sechser ist durch. Ich versuche nachzurücken, macht das Ganze eng, aber er kommt zum Abschluss, aber zum Glück nur eine Ecke. Yannick erobert jetzt hier super den Ball, spielt ihn auf mich und ich habe die Übersicht, spiele ihn auf Pablito und der macht die Meter. Schöner Pass, Pablito läuft und läuft, Can ist nicht im Abseits, aber mal wieder zu langsam. Pro Like läuft Can nächste Mal ein Meter mehr. Das haben wir dringend nötig. Breitscheid jetzt hier wieder am Ball, aber wir können den Ball abfangen. Musti braucht jetzt ein bisschen zu lang, sodass Breitscheid wieder in Ballbesitz kommt. Ich renne den Ball hinterher, aber der Außenspieler ist vor mir da. Ich springe da mit allem, was ich habe, rein und kann ihn irgendwie abfangen. Eli jetzt mal mit einem sicheren Ball auf den letzten Verteidiger. Ich schnapp mir den Ball um die Meter. Spielt den Ball wieder raus auf Eli und der chippt ihn einfach mal in die Mitte rein. Schisch, Bruder. Einwurf jetzt für Breitscheid, aber Cedric macht da gut Druck, sodass ich an den Ball komme. Ich leg ihn zurück auf Loco Floki. Loco hat die Übersicht, spielt einen super Pass in die Spitze auf Can und der spielt keinen guten Pass. Musti jetzt mit einem weiten Ball aus Mordor einfach mal nach vorne, hat er sich gedacht. Ne? Wir haben da ja vorne den Cedric stehen und irgendwie flutscht der Ball durch. Cedric kann sich durchsetzen, packt die Hacke aus, aber die Hacke leider zu ungenau. Was will man machen? Pablito jetzt hier mit einem Kamikaze-Ball in die Mitte. Keiner ist da, aber ich komme angesprintet, um den Ball zu klären. Und werd da umgesemmelt, ey. Wieder nur, weil ich YouTuber bin, Alter. Da gibt's auch Gelb für den, zu Recht. Breitscheid jetzt über außen mal wieder mit einem Angriff, ne? Schicken da die 6. Ich verschluck mich da, aber kann den Ball behaupten. Spiel aber dann natürlich auch mal wieder direkt einen Fehlpass. Moin, Bruder. Pablito, der Einzige in der Mannschaft mit Talent jetzt hier am Ball, nimmt alle Hops und spielt jetzt wieder einen seiner genialen Pässe in die Spitze auf Cedric. Aber leider spielt der Torwart von Breitscheid mit und kann so den Angriff unterbinden. Eli ist jetzt am Ball, der Kopf ist noch am Rattern. Was mache ich? Einfach mal wieder den Ball in die Mitte pölen. Da muss ich meinen Big Booty reinhalten, sonst fahren wir uns hier den Konter ein. Aber es hat mir auch irgendwie gefallen. Reitschalt jetzt mit einem Einwurf und dann erstmal den Ball in die Fresse kicken. Ja, das ist immer gut. Ein schöner Befreiungsschlag da nach vorne und kann da was draus werden? Ja, da kann was draus werden. Denn da rennt er für alle Spieler. Aber Meli... Und damit geht's in die Pause. 2-1. Die zweite Hälfte startet mit einem Freischuss von uns. Den Musti ausführt, der kommt gefährlich. Nope. Aber der Torwart kann den Ball noch gerade so vorm Einschlagen aufhalten. Breitscheid jetzt im Angriff. Komm mal wieder über die Außen. Eine Körpertäuschung reicht und dann ist man auch schon wieder durch. Und jetzt kommt eine Flanke, aber Holzi Glatzkopf rettet den Ball.
Breitscheid jetzt mit dem Einwurf wieder über ihre rechte Seite, gehen da an all unseren Spielern vorbei und bringen die Flanke in den 16er. Medi streichelt den Ball unglücklich in die Mitte und da ist noch der Stürmer und kann das Ding verwandeln. Leider 3-1. Wir lassen das Ganze nicht auf uns sitzen und wollen auch mal wieder einen Angriff starten. Jetzt über Boris, der wurde nämlich zur Halbzeit eingewechselt, schiebt den Ball raus auf Can. Und Can spielt den Ball zurück auf Boris. Und der wird natürlich wieder eklig umgetreten. Was soll das denn, der arme Junge? Can jetzt mit dem Freistoß, kann das was werden? Ja, zumindest haben wir einen Verteidiger ausgeschaltet. Boris, die Bestie, jetzt am Ball, hat ein paar Optionen, aber will es dann doch alleine machen, auf Ego-Style, geht da die Linie runter und macht es wieder alleine, gib doch mal den Ball ab! Breitscheid jetzt mit einem langen und hohen, gefährlichen Ball nach vorne, aber Yannick kann da mit der Schulter klären, die Nummer 6 kommt da an den Ball und zum Glück war das nicht wieder im 16er, sonst hätte es wieder einen Elfer gegen uns gegeben. Jetzt Boris am Ball, der sucht die Mitspieler und findet jemanden, er spielt den Ball auf Can, der schon 10 Meter im Abseits steht, damit er auch mal eine Chance hat im Laufduell. Wir machen jetzt schon wieder früh Druck und versuchen hier zu pressen, den Gegner zu attackieren. Und das wird belohnt, aber Can spielt den Ball einfach mal raus. Cassie, der Cousin von Mo, wird jetzt eingewechselt. Aber was macht er denn so früh auf dem Feld? Yannick ist doch noch gar nicht draußen. Und so fängt er sich die schnellste gelbe Karte in unserer Geschichte ein. Musti jetzt mit einem Freistoß, bringt ihn hoch und gefährlich rein. Ich gewinne da das Kopfballduell, sieht man aussehen, kann nachsetzen und... Oh, leider nicht, das hätte es doch sein müssen. Den musst du machen als torgefährlichster Innenverteidiger. Die anschließende Ecke kommt diesmal sogar gut, aber Boris köpft den Ball leider drüber. Mann, schon so viele Chancen vergeben. Der Gegner jetzt mal wieder mit einem Angriff nach vorne. Ein weiter Ball reicht da und die ganze Kette ist überspielt. Und dann ein Schuss aus der Spitzenwinkel. Aber irgendwie ist der Ball dann wieder im Tor. 4-1. Musti war danach am Boden zerstört, als sie ihm mitgeteilt haben, dass der Kebabladen doch heute schon früher zugemacht hat. Schöner Pass da auf Boris, die Bestie, der auch ein gutes Spiel gemacht hat. Legt dann den Ball zurück auf Spidey. Pablito versucht's mal, aber ein Handspiel von der Nummer 6. Dadurch jetzt ein Freistoß für uns. Holzi und Boris besprechen sich da. Aber tatsächlich ist die Kamera vor dem Freistoß abgekackt. Ihr seht jetzt selber, was passiert ist. Ohne Worte. Den muss man doch machen. Breitscheid mal wieder mit einem Angriff. Ich weiß nicht, wie oft ich das heute schon gesagt habe. Der Ball wird reingespielt, aber Spidey mit einem Kung-Fu-Trick kickt ihn da irgendwie raus und Medi hat ihn. Aber bei der Aktion habe ich mich verletzt, beziehungsweise habe zwei Krämpfe in beiden Waden gleichzeitig bekommen und konnte einfach nicht mehr stehen. Da muss Holzi Doktor ran. Spidey, geht's? Okay. Nee, was soll ich machen? Du musst durchziehen! Ja? Das musst du machen! Ein super Tipp von Boris! Wir konnten leider nicht mehr wechseln, deswegen muss ich irgendwie weiter durchziehen. Ihr seht, Can. Pass von Can. Mal wieder! Breitscheid jetzt wieder über die Außen. Versuchen den Ball reinzubringen. Ich kann da irgendwie mit einer Hacke klären, aber der Ball ist noch heiß. Da kommt noch ein Spieler an. Aber Cassie stellt sich da auch gut vor und wir können den Ball klären. Pablito leitet direkt den Konter ein. Super hier auf Boris gelegt. Der nimmt den Ball mit, macht natürlich die Meter. Und hier seht ihr, warum Boris die Bestie heißt. Er gibt niemals auf, er tankt sich da durch. Spielt natürlich auch nie den Ball ab, aber das ist ein anderes Thema. Der Ball springt jetzt wieder zu uns. Pablito an die Nase. Was macht der? Der kann den Can schicken. Kann das denn jetzt etwa der Anschluss? Treffer sein, was macht Can? Das muss es sein! Der schießt wieder mitten auf den Torwart, das gibt's doch nicht. Und Boris kann leider auch nichts mehr daraus machen. Och man. 4-1 der Endstand, ey, erstmal das stabilste Ergebnis und stabilste Spiel der ganzen Saison. Da kann man erstmal ein Like da lassen, würde ich sagen, oder? Auf jeden Fall. Wie hast du das Spiel gesehen? Ich muss sagen, wir sind gut gelaufen, auf jeden Fall wieder. Wir haben die Meter gemacht, oder? Und wieder ein falscher Einwurf war auch am Start. Genau, Pablito. Ja, diesmal nicht Eli. Aber der hat auch nur eine Halbzeit gespielt. Rausgenommen dann, Alter. Wir verbessern uns. Ich glaube noch so zwei, drei Saisons, dann ist man unentschieden drin, Jungs. Bleibt aber, wir haben die Meter gemacht. 90 Minuten durchgezogen, nicht so wie im letzten Spiel, 7-0. Ja, auf jeden Fall. Diesmal haben wir konsequent gespielt. Keine Klatsche, war keine Klatsche. Nee, das ist keine Klatsche. Wir sind nicht das Schalke der Kreisliga, Alter. Besser als Schalke. Can, zwei Chancen natürlich nicht gemacht. Ja, wir brauchen einen neuen Stürmer. Ja, wenn bewerbt du es vorne nicht machst, dann kassierst du sie hinten. Sie hinten, ne? Svetlana, 27, ihr wisst Bescheid. Bewerbt euch jetzt als Stürmer, wir brauchen dringend so einen Cristiano Ronaldo, Alter. Oh, ja. Wir sehen uns beim nächsten Spiel, Leute, nächsten Sonntag. Wir sind trotzdem hype, wir sind heiß und wir werden weiter Gas geben. Ich brauche neue Waden, Alter.